Na Leute, dann herzlich willkommen zu Veneficium. Das ist ein kleines Indie-Horror-Game und soweit ich gelesen habe, spielen wir ein Mädchen, das versucht, seine Oma im Wald zu finden. Also uns ist die Oma weggelaufen oder verschleppt worden und die muss irgendwo im Wald sein. Und offensichtlich haben wir haben alchemistische Fähigkeiten, so hätte ich es jetzt mal zusammengefasst. Und vielleicht helfen die uns, unsere Oma zu finden. Und das ist alles, was ich weiß und deswegen würde ich sagen, let's go. Rinder. In White Grove Village. Die ist die Dunkelheit dann. Oha. Es geht um Hexen. Es begann eine Hexenjagd. They said. Burn the witch. Burn her, and may the flames cleanse her foul soul. Erase the dark shadow! Hexenverfolgung. They burned our coven. Es ging nur Englisch oder Französisch. My family. And for what? Because we looked to the green ground instead of worshipping the blinding sun? And when they came for my grandfather, the only family I have left, I watched my sisters perish, and I listened to their screams. I answered the coven's call for revenge. They will all die for what they did to us. You will burn under the god's eye. Abigail! No! Grandma! Okay. Curse you, Walden. We were so close. Okay, jetzt dachte ich gerade, es ist so dunkel. Also wir haben eine Taschenlampe. Und ein Buch. Spiegelbild. Shadow Step, also Schattenschritt. Oh, mit der Schrift ist es natürlich noch mal schwieriger, das zu lesen. Also das Mirror Image heißt desorientieren, um nicht verfolgt werden zu können, hätte ich jetzt gesagt. Und der Shadow Step bedeutet surround yourself in darkness. Du hüllst dich quasi selbst in Schatten ein und kannst an Feinden vorbeischleichen. Aber dafür müssen wir Zeug sammeln. Also wir brauchen... Ach, ein Herz, Darm, was, ein bisschen Kräuter oder ein Auge, Beeren und Kräuter, Rosmarin. Okay. Ist das komplett so? Nein, nein, nein. Ah ja, ich sehe schon, hier kann ich mir offensichtlich so ein paar Sachen holen. F. Ah, jetzt lerne ich, wie ich meine Zaubertränke quasi zusammen braue. Okay, jetzt habe ich mir von dem Wolf hier das Herz und die Eingeweide geholt. Okay. Achso, habe ich nicht alles genommen. Wir müssen sammeln, Leute. Wir müssen sammeln. Ach, und jetzt kann ich mit Q den Mirrored Image auslösen. Das heißt... Forward disorienting. To escape tracking enemy.
Also ich muss sagen, es liegt noch nicht mal am Englisch, sondern einfach an der Schrift, die ich dann nicht entziffern kann. Aber es wird es uns ja jetzt hoffentlich gleich sagen. Press Tab to open the Book of Shadow and view your inventory. Okay. Zieh dir deine Sprüche rein, sagt er. Achso, wenn du genug... Wer liegt denn da? Ach, das ist aber schon ein Weilchen her, oder? Wenn die schon so verdorrt sind. Eingeweide sammeln, ja. Guck mal, ein Auge. Vampir ein Glück. Ach, da steckt noch ein Herz. Ach, schön. Jetzt fehlt es eigentlich nur noch an Blümchen. Das sollte ja nicht das Problem sein, oder? Zum Glück glitzert es hier so schön. Ich weiß nur noch nicht, wer unser Feind ist, außer die Hexenverfolger. Oh, das ist Rosmarin, das erkenne ich. Da ist auch noch ein Leichnam. Oh, oh, ich hab's noch gesehen. Oh. Ich hab's nur gesehen, während wir drauf zugelaufen sind. Haha. Ups. Au. Oh. Nicht nett. Da war noch Rosmarin. Habe ich mal wieder nicht lang genug drauf gedrückt. Rosemary. Jetzt haben wir. Der Hasthorn fehlt noch. Aber der wird hier doch irgendwo sein. Hier hinten hat es auch noch geglitzert. Bäh. Jetzt habe ich beides. Jetzt kann ich mich in Dunkelheit hüllen. Und das andere. Escape tracking enemies. Also ich glaube, wenn uns jemand verfolgt, können wir den... verwirren. Ich habe jetzt schon ein bisschen die Orientierung verloren. Bin ich noch geduckt? Nee. Ich gehe einfach mal über die Brücke. Oma? What was that? Kerze? Oh. Ah, Alter. Komm ich jetzt nicht mehr zurück, oder? Ja, genau. Ekler. Ja. No going back now. Wie er erst gespawnt ist. Ich will nicht unbedingt dahin, wo das hingekrabbelt ist. Ich glaube, wir müssen. Sprinten macht dich schneller, aber auch du bist schneller bemerkt. Das ist richtig. Dann sprinte ich nicht so viel. Da ist eine Bärenfalle. Nicht. Damn it all to hell. Oh, schau. Hier ist es auch noch ein Auge und ein Herz für mich. Und die Voodoo-Puppe, die interessiert sie nicht und die Knochen? Ja, okay. Wir nehmen, was wir kriegen können.
Mann, da hat jemand ganz schön viele Kerzen aufgestellt. Ich möchte hier nur ein paar Blumen pflücken. Nur ein paar Blumen pflücken. Also ich habe zwar jetzt dieses, kann ich da eigentlich blättern auch? Nö. Noch habe ich es nicht gebraucht, aber ich befürchte, dass mir irgendwann das Zeug ausgehen wird, was ich jetzt hier gerade zusammensammle. Oh, wir haben schon ein bisschen Angst. Erstmal Rosmarin für die Nervenzupfen. I got a bad feeling about this. Alter, ja, ich auch. Helligkeit ist gut, okay, danke. Hier ist aber hell, es ist der Mond, der hereinscheint. Es wird jetzt hier dunkel, hä? Oh, und wir haben einen Puls, oder? Ah! Oder ist es? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Oh, ich mache einfach E, oder? Dann dürft's mich nicht sehen. Da geht's wieder. Ich glaube, es hat nur mal vorbeigeguckt. Ich hoffe, es kommt nicht mehr so schnell. Jetzt wissen wir auch, wer hier die ganzen Wölfe tötet. Oh, she can't see me. Was? Was? One. Was? Sound. Wir sagen aber, es wäre eine Sie. Wir sollen nicht laut sein. Nein, nein, die falsche Testchen. Nein, die falsche Teste gedrückt. Ja, dann kann ich jetzt auch sprinten. So Mist. Also mich in Dunkelheit zu hüllen, bedeutet halt auch, dass ich nichts sehe. Kommt sie immer wieder rausgerannt, oder? Wenn sie mich sieht. Oder hört. Oh, das ist voll eklig, wie eine Spinne. Ist das eine Spinne? Ja, nicht so ganz. Es ist, ich glaube, es ist eine menschliche Gestalt, die so in Brücke und mit übertrieben langen Beinen und Armen. Seit Wednesday ist Biene abgehärtet. Nein, ich bin gesprintet. Ich habe kein E mehr. Mein E ist mir ausgegangen. Also sprinten, dumme Nummer, dumme Nummer. Oh. Das passiert, wenn man viel Yoga macht, Leute. Es ist ein Mensch, der in der Brücke gehen kann. Aber jetzt bin ich nicht gesprintet. Ich möchte doch darüber. Oh, das ist nah. Freundchen. Geh mal weg da. Nee, nicht.
Ich glaube nicht, dass ich darüber komme, noch um mein Zeug zu sammeln. Ich vermisse mein E. Ich will nur einmal auf die andere Seite rüber. Ich weiß jetzt nicht, wo sie gerade ist. Deswegen laufe ich einfach mal rüber. Ich hoffe, dass ich mich dann da noch ein bisschen umschauen kann. Ich bin doch nur hier zum Rosmarinzupfen. Ist es mehr als eine? Mann, die ist ja wieder da so auf dem Hauptweg. Geh weg! Jetzt campt sie da bei meiner Blume. Oh, oh. Oh, ich bin auf dem Hauptweg. Oh, das ist, glaube ich, nicht gut. Oh no. Oh mein Gott, ich glaube, ich laufe jetzt. Ich versuche einfach mal gerade ausreizen. Ah! Ah! Darf ich noch kurz das Zeug hier mitnehmen? Nur kurz, nur kurz. Warum kriege ich kein E mehr? Was fehlt mir? Auge oder so, oder? Oh, ein Camp. Walden's Camp. Great. Okay. Oh, da sind Innereien, das ist gut. Jetzt nehmen das Herz. Willst du das Herz nicht auch nehmen? Achso, ah, Auge, Gedärme. Nee, das Herz wollen wir nicht. Wir nehmen nicht alle Herzen. Alles klar. Da noch ein Auge. Uhuhu. Warum nimmt sie nicht so eine Axt? Ah, jetzt haben wir das Herz mitgenommen. Ja, okay. Und ein Buch. Eskaliert dahinter so ein bisschen die Gute hier. Diese Hexen haben irgendwie alle drei mitgenommen, gestohlen. Habe ich nur diese zwei? Alle drei Schlüssel oder so, glaube ich, haben sie mitgenommen. Ist das ein Horrorspiel? Was erwartest du? Waffen sind überbewertet. Immer das Gleiche. Weißt du, ich immer so, warum nimmt sie keine Waffe? Aber dann bei den Games, wo du eine Waffe trägst, nee, ein Ballerspiel mag ich nicht spielen. Wie ist sie denn dahinter gekommen? Sie hätte mich überholen müssen. Von rechts kam die gerade, oder? Von vorne. Vielleicht ist auch wer anders. Mann, diese Äste schauen halt auch so aus von der Ferne, als ob sie da rumkraxelt.
Ach, der Fluss. Er muss bestimmt da drüber. Mein Feeling sagt mir, dass ich ein schlechtes Gefühl habe. Jetzt spät. Nein, nicht Rabe, nicht verpfeif uns nicht. Oh nein, ich dachte, ich kann Schüsse nehmen. Was ist hier gerade passiert? Oh mein Gott. Wieso ist es so dunkel? Okay. Also ich habe schon mal einen Schlüssel jetzt. Hab ich denn sowas wie ein Inventar? Nee? Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Die ist doof. Die bewegt sich nicht mehr. Ah! Ah, ich soll nicht laufen, ich soll nicht laufen. Ah! Was? Die ist sogar gespawnt, nicht fair. Es ist so schlimm, ich kann nicht laufen. Ich muss die Renntaste drücken, gehe sie direkt immer los. Komm ich hier rüber? Oh ja, hier wächst sogar was im Wasser. Okay. Also ich bin auf der Suche nach drei Schlüsseln, oder? Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Ich sammle so viel Kram ein und es ist immer nicht das dieses E. Ich kann, glaube ich, jetzt inzwischen, weiß nicht, 15 Mal Q machen. Aber nicht mehr E. Okay, das hier schaut auch vielversprechend aus. Ist immer so die Frage, schleicht man hier noch rum und sammelt weiter auf oder geht man weiter, wenn sie gerade nicht da ist? So ein bisschen, es erinnert ein bisschen an Blair Witch. Was haben wir hier? Ach so, muss man. Also ich weiß nicht, ob ich so viel sammeln soll oder muss. Das ist aber auch wieder, das ist so typisch ich. Das ist meine Ungeduld, sagt mir jetzt, oh, ich habe schon keinen Bock mehr jetzt hier Kräuter zu sammeln. Ich habe jetzt genug Kräuter. Ich will lieber wichtige Dinge sammeln. Oh, die schaut wichtig aus. Hallo. Ich nehme ihren Schlüssel, danke. Haben Sie noch was anderes für mich, was ich gebrauchen kann? Hier glitzert doch so viel.
Ein Herz. Ein Auge. Was auch immer ich hier genommen habe. Okay, jetzt habe ich wieder ein E. Und einen Schlüssel. Schlüssel Nummer 2 haben wir eigentlich. Jetzt nehme ich hier noch ein paar Blümchen mit. Ich glaube, es geht da hinten weiter. Also wenn das nicht so deutlich glitzern würde, wenn nicht die Glühwürmchen immer genau da rumfliegen würden, wo ich versuche, also wo ich was aufheben kann, dann würde ich das nicht finden. Also es muss so deutlich sein. Der Baum sieht auch interessant aus. Das ist eine sehr freie Fläche. Ich fühle mich hier sehr unwohl. Okay. Hat der Dude vielleicht zufälligerweise auch einen Schlüssel? Aber ein Herzchen. Ja! Du hast auch ein Auge. Gib's mir. Danke. Und sieh noch so da lang. Okay. Also jetzt habe ich 3 Schlüssel. Ich weiß nicht genau wofür, aber... Hier jetzt dafür? Ein Schlüssel. Vorsicht auf die Falle. Zweiter Schlüssel. Dritter Schlüssel. Keine Ahnung, wo sie den zweiten hin hat. Help. Hallo? Oma! Oma! Da hinten ist mein Expectrum Patronum! Steht da hinten! Muss ich jetzt echt noch was aufheben? On the fly. Hallo, Oma? Selbst hier soll ich noch Kram aufheben? Ich weiß ja nicht. Ist der nicht nett? Was mache ich? Krieche ich gerade? Okay, what happened? Also ich habe 3 Schlüssel gesammelt, bin durch ein Tor gegangen. Habe mich mit einem Hirsch unterhalten und er ist über mich drüber gesprungen. Während ich Blumen sammeln war. Mir fehlt ein bisschen Kontext bei dem Spiel, gebe ich ehrlich zu. Wo ist eigentlich unsere Freundin hin? Auge! Ist das die Horrorfolge von Vermisst? Wir gehen einfach weiter. Okay, crazy.
Erschlägt er sie, oder? So schaut es aus, oder? Der erschlägt die. Ich weiß nicht, wo das hinführt hier. Wir gehen jetzt einfach mal da lang. Ich habe dieses Spiel schon sehr lange in meiner Steam-Bibliothek und hatte mich immer nicht getraut, es zu spielen. Weil ich dieses Monster auf einem Bild gesehen habe und mir gedacht habe, oh mein Gott, das muss voll krass sein. Och, schön, ein Hängbaum. Eine Runde abhängen. Kann ich jetzt vielleicht mal wieder sprinten? Nee, wir provozieren es nicht. Oma versus Wild. Siehst du, was die hier gemacht hat, Oma? Okay. Das ist ein Zirkel und eine Spieluhr. Auge. Oh. Oh, ups. Da kommt's vom Baum. Oma, aber wir stehen im Kreis, vielleicht passiert uns nichts. Sie schmeißt das Spiel weg. Ach, sie muss in den Kreis. Lauf nicht weg. Zünd sie an oder so. Jetzt gehen wir einfach wieder. Alle so, hä? Game durch, ja? Also es sind Indie-Horror-Games. Wir wissen, dass die nicht so lang sind, aber... Das Voice-Acting war tatsächlich das Beste an dem Spiel. Das stimmt. In der Anfangsszene. Ja, Leute, das war Beneficium. Ich hab's auch nicht verstanden.